Willkommen zu unserer F1-24 Audi-Karriere. Wir sind heute im wunderschönen Portimão in Portugal und das Wetter hat es leider nicht so gut mit uns hier gemeint. Aber wir wissen, in der Weltmeisterschaft ist noch alles drinnen. Wir sind aktuell Zweitplatzierter und falls ihr wissen wollt, ob es für den Champion reicht, abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Schaut gerne oben rechts vorbei und ich würde mal sagen, hier haben wir Portimão. 4,6 Kilometer, 15 Kurven, bergauf, bergab. Viele Kurven und zwei DRS-Zones machen natürlich hier eine einzigartige Strecke in den Algarven. Jetzt geht's also mal rein. Wie gesagt, schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei, links mal unten in der Bio. Und ich würde mal sagen, DRS-Risiko ist sehr gering. Wir gehen hier mal rein in das Qualifying, das noch trocken ist. Ab hier Richtung Turn 1, den Bug hat man glücklicherweise hier behoben, dass man nicht mehr die Höhe hüpft. Turn 1 hier ordentlich erwischt beim Rausbeschleunigen, leichter Quersteher. Mit den neuen Autos gar nicht mehr so simpel. Hier weit außen anfahren, nach innen ziehen. Und die Kuppel hier wirklich, die ist eine ganz eigene Sache hier. Viel Track ausgenutzt, aber keine Track Limits, ganz wichtig. Hier den Berg runter, kein Purple, aber eine 21,9 ist schon mal eine ordentliche Zeit. Beim Rausbeschleunigen hier kein Wheelspin großartig haben. Beim Berg rauf, mal wissen, kann man etwas später bremsen. Einmal kurz lupfen und ja, hier einen minimalen Scheitel verpasst. Das war wirklich, ja, nicht optimal. Ich hoffe natürlich, dass wir das in den nächsten Kurven wieder ausgleichen können. Jetzt geht es hier eine richtig spezielle Kurve, denn die hängt, ja, da waren wir neben der Strecke eindeutig, die hängt halt auch extrem weit nach außen, während man hier dann wieder viel kmh auf schnellen Weg abbremsen muss, was das Ganze natürlich auch nicht gerade unbedingt besser macht. Der Exit hier war sauber und in der letzten Kurve werden wir das restliche ERS verbrennen oder verbrauchen und mal gucken, für was es gereicht hat in der Startaufstellung, nein, 16,6. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Sainz, Russell, Perez, Ocon. Hier sind wir also nun im verregneten Portimão. Es war nur P13 drin, aber auch Max Verstappen startet direkt neben uns. Lights out und let's go, Leute. Der Start war, naja, wir kommen etwas schwächer wegen Verstappen, der hier von Albon und Yuki Tsunoda blockiert wird. Wir probieren seine Innenseite und das reicht hier. Mit einem ganz späten Bremsmanöver gehen wir hier auf Platz 9 vor und schießen hier quasi an den Konkurrenten vorbei. Hier spät anbremsen und wir gehen auch hier an Pierre Gasly mal an der Innenseite vorbei. Leichter Snap-Oversteer hier und jeder ist im Rutschen. Das sind natürlich jetzt eher so Mischverhältnisse, die die Bedingungen hier, ja, erschweren, würde ich fast sagen. Es ist ganz, ganz schwierig hier zu rutschen und George Russell, ich kann es leider nicht ausnützen. Erster von Ocon fährt ihn da direkt ins Auto rein und da geht es jetzt nebeneinander für die beiden rauf. Wir müssen jetzt mal zugucken, weil ich quasi auch den Exit aus der Kurve vermasselt habe. Jetzt überraschen wir hier mal Esteban Ocon, der innen halbherzig nur die Tür zumacht und gucken noch einmal auf die Start-Replay von der Pole Position, Charles Leclerc und Lando Norris auf dem zweiten Platz. Hier sehen wir das Ganze noch einmal. Mein Start war eher grässlich, würde ich fast sagen. Ich bin echt da zufrieden, dass wir uns irgendwie in die Innenseite arbeiten konnten und gehen da Wheel on Wheel mit Gasly rein. Der kann sich da vorne setzen. Und dann hier mit einem Late-Break-Move, aber auch keinem aggressiven Move, geht es dann hier an Nein, der hat versucht, wirklich bis zum Schluss an uns dran zu bleiben. Kam dann eben die Strecke, das glaube ich ist aber nicht unbedingt gerade unser Fehler. Und hier sehen wir dann den rauchenden, double-blockierten George Russell. Leider konnte ich das nicht ganz so mitnehmen, als ich das wollte, weil ich hätte mir da echt ein bisschen mehr rausholen können. Aber ja, was soll ich machen? Das kann man auch mal vermasseln. Es ist gerade die Anfangsphase, die es so schwierig macht. Wir rutschen hier zwar herum, aber ich bin trotzdem am Angreifen. Und warum diese KI immer so übertrieben neben die Strecke fährt, ich habe keinen blassen Schimmer. Aber wir sind jetzt 1,3 Sekunden hinter George Russell in der zweiten Runde. Und wir sind, ich merke es halt auch so ein bisschen am Struggeln. Also, dass diese Bedingungen sind ganz, ganz ekelhaft. Rutschig und auch generell. Ich habe im Training 5 verschiedene Setups ausprobiert, immer wieder ein bisschen was geändert, aber ich konnte nie richtig zu einem Setup finden, was mir persönlich so, ja, was ist das richtige Wort, ja, so gutes Gefühl gegeben hat. Wisst ihr, was ich meine? Also es war nie so ein,
ein Setup da, das vom Feedback her perfekt war und deswegen ich mich dann ja für so ein eher neutrales Setup entschieden habe, was jetzt rückblickend zum Wetter natürlich top ist. Aber ich merke halt auch wirklich, dass von der Pace her einiges heute nicht stimmt. Also der Audi scheint da wirklich ordentlich am Kämpfen zu sein unter diesen Bedingungen. Wir gehen hier jetzt natürlich auch nicht maximales Risiko. Es wird gegen Mitte des Rennens der Regen aufhören. Sprich, also es wird ein Gamble, wer früher reinkommt, um sich welche Reifen zu holen. Das ist auch nochmal eine riesen interessante Sache. Hier Richtung Turn 1, spät gebremst. Und wir sind 2,8 Sekunden mittlerweile hinter George Russell, der es aber jetzt richtig fliegen lässt. Also der hat in den letzten Runden richtig viel Zeit an Sainz aufgeholt. Ich hoffe auch, dass die eventuell ins Fighten kommen und die Rutschreise beginnt, weil es eben jetzt auch schon eine abtrocknende Strecke ist. Ich trotzdem noch probiere hier ordentlich zu pushen. Einige sind schon an der Box gewesen, was uns natürlich so ein bisschen in Zugzwang bringt. Können wir es jetzt hier in dieser einen Runde schaffen unter noch feuchten Bedingungen, uns da eventuell einen Vorteil rauszufahren oder war das kompletter Quatsch? Das wird sich jetzt auf jeden Fall dann rausstellen. George Russell konnte immer noch die starke Pace halten. Auch Fernando, der klebt da und uns dran. Und ich merke halt wirklich schon, diese Bedingungen sind ekelhaft. Und es ist ein Gamble von jedem hier. Persönlich schnellster Sektor, Mittelsektor. Das ist ja schon mal gut. Jetzt gehen wir auch an die Box und entscheiden uns ja mit dem Strom zu schwimmen. Keiner ist draußen geblieben. 80 km/h genau. Glücklicherweise hat das Spiel das mal angenommen, weil wenn man mal, ist man dann zu schnell hier. Teamkollege ist in der Box. Charles Leclerc auch hier. Ich hoffe, vielleicht bleibt jemand hängen. Und wir gehen hier raus aus der Box. Jetzt sehen wir das ganze Ausmaß unserer Entscheidung. Und das ist eindeutig, ja, wir sind auf dem 7. Platz, haben einen Platz all in all verloren und sind auf den weißen Reifen gegangen. Sprich, wir werden versuchen, bis zum Ende durchzufahren. Das ist natürlich die logische Konstante. Das Ding ist halt aber unter diesen Bedingungen, also gerade noch auftrocknende Strecke. Und dann, ja, musst du halt jetzt hier mit diesen härtesten Reifen dich mal so ein bisschen rantasten, was viele da nicht unbedingt verstehen. Hier beim Einlenken der fetteste Rutscher der Welt tatsächlich. Also so einen Hardcore-Rutscher habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und dann, ja, nochmal hier das Heck gekommen. Das war gerade Runde 1. Du tastest dich halt mit jeder Runde dran. Ich glaube, ihr kennt das auch. Und da musst du halt wirklich vorsichtig sein. Aber vor allem darfst du hier auch nicht zimperlich sein. Oh, da haben wir das Schimpf mitgenommen. Ich war aber noch on track, zumindest in Turn 1. Oder vor Turn 1 und da vorne kommt es in den Kampf zwischen Sainz und Perez. Können wir hier jetzt was draus machen? Das wäre natürlich top. Ich möchte noch weiter nach vorne. Max Verstappen hat erneut ein paar Plätze verloren. Vorne weg, ganz einsam und alleine. Charles Leclerc, dahinter dann ein McLaren und die beiden Mercedes, gefolgt dann von Perez und Sainz. Das bedeutet halt wirklich, wir sind hier der Underdog, eindeutig. Der 7. Platz ist mir persönlich zu wenig. Gerade nach den letzten Rennergebnissen möchte ich da schon ein bisschen mehr aus der Kurve raus. Leichter Rutsch, 1,4 Sekunden. Wir müssen schaffen, ins DRS-Fenster von Sainz zu kommen. Dann sind wir quasi im gelobten Land und dann wird es auch etwas einfacher werden, generell hier mal aufzuholen. Zack, über den Körb drüber. 1,7, persönlicher bester Mittelsektor. Und unsere Stärken liegen eindeutig auf der Geraden. Also das Einzige, was dieses Setup wirklich gut kann, ist Pacen auf der Geraden. Und das sehen wir dann jetzt auch gleich, wenn wir aus der letzten Kurve rauskommen. Charles Leclerc 1:23,6, aktuell mal die schnellste Rennrunde. 23,4, Lando Norris. Das wird sich jetzt jede Runde tatsächlich verbessern. 1:23,4, wir waren bei 24,3. Also fast eine Sekunde langsamer als der Zweitplatzierte. Das ist schwach. Das ist wirklich verdammt schwach. Während wir hier ja mit einem leichten Oberstier, aber natürlich auch durch diese Berührung mit dem Sausage Curb, das sollte ich generell lassen, aber es ist so schwierig, gerade Turn 1 einzuschätzen. Und wir kommen jetzt wieder etwas näher an Carlos Sainz dran, der mittlerweile schon ordentlich an Perez dran klebt. Wir springen hier in Runde Nummer 12, sind jetzt unter Zugzwang, denn Pierre Gasly drückt an, persönlich bester Sektor und der hält da rein. Da hält tatsächlich Lewis Hamilton dagegen. Der hat tatsächlich aber auch Probleme mit seinem Wagen und der ist jetzt kontinuierlich langsamer geworden, was natürlich auch erklärt, warum der durchgereicht worden ist. Wir sind jetzt auch schon fast im Sekundenfenster. Persönlich schnellster erster Sektor. Vielleicht reicht es auch, dass wir an der letzten Kurve eventuell
mit einem DRS da uns einen Vorteil verschaffen können. Ich bin mir da ziemlich unsicher, weil der wirklich langsam ist und jetzt schon über eine Sekunde verloren hat. Jetzt sind wir im Sekundenfenster. Das könnte funktionieren, um gegen Hamilton auf der Geraden das DRS zu bekommen. Persönlich schnellster zweiter Sektor. 1.18.7 und ihr seht, Runde für Runde wird diese Strecke schneller und schneller. 1.18.7, da sind wir schon 5 Sekunden schneller als noch vor ein paar Runden. Das ist crazy. Wir kommen hier angeschossen, keine schnellste Rennrunde. Und wir kommen hier angeschossen, 344 km/h. Gehen wir jetzt mal an Hamilton vorbei. Das war jetzt nicht unbedingt die schwerste Leistung, um ja gegen den Krüppel quasi vorbeizukommen, der da nur mit einem Bein fahren kann quasi. Jetzt heißt es also drankommen. 1,3 Sekunden nur noch hinter Sainz und wir blicken auf die Replay von Runde Nummer 12. Auf Start und Ziel saugen wir uns hier dran. Der Hugel hierauf, der ist halt auch wirklich enorm. Und mit einem Überschuss geht es dann hier Richtung Turn 1 und wir können da auch tatsächlich gegen Lewis uns easy durchsetzen. Schnellste Rennrunde aktuell geholt mit einer 1.18.5 und da habe ich wirklich alles aus dem Reifen rausgequetscht. Jetzt geht es hier also Richtung Fight Him Down, Leute. Ich möchte an Sainz und Perez unbedingt vorbei, weil das wären so meine Hauptziele des heutigen Rennens. Die sehe ich, seit 10 Runden sehe ich diese Hex und jetzt wäre es natürlich dann auch schön, mal ein bisschen näher dran zu kommen. 2 Zehntel finden es nur noch. Das Gute ist, dass Pierre Gasly lang gebraucht hat, um an Lewis Hamilton vorbeizukommen. Was für uns tatsächlich bedeutet, dass wir das erste Mal in diesem Rennen frei fahren können, ohne dass wir von hinten die ganze Zeit beschossen oder Druck bekommen. Das ist gut, aber hilft halt alles nichts, wenn wir nicht an Sainz oder Perez dran bzw. vorbeikommen. Jetzt wären wir mal nah genug dran gewesen, aber das ist noch immer viel zu weit weg. Bei 1,5 Sekunden. Ich hoffe, dass die auch mal ins Fighten kommen, ins Hin und Her kommen und dann würde uns das auf jeden Fall deutlich mehr helfen. Also jetzt hier raus aus der vorletzten Kurve, 1,4, viel ERS gespart. Das könnten wir jetzt auf der Geraden auch ein bisschen verbrennen oder verbrauchen. Und aus der letzten Kurve raus, ganz schön Schwung mit rausgenommen. Und das ist eine 1,19,2. Das ist aber jetzt mal eher zweitrangig. Das setzt sich jetzt nämlich Carlos Sainz an Perez vorbei. Die gehen nebeneinander in Turn 1 und auch in Turn 2. Bevor es jetzt hier in Turn 3 endet, na doch nicht, auch noch Turn 4, gehen die nebeneinander rein. Jetzt konnte sich Sainz durchsetzen. Das Gute für uns, wir bekommen endlich das DRS, Leute. Das ist so stark und ich probiere es hier außen gleich mal an Sainz. Das funktioniert nicht ganz. Und jetzt sind wir dran, Leute. 2 Zehntel hinter Carlos Sainz. Und ich glaube, auf der Geraden könnte es tatsächlich jetzt was werden. Außen hier mehr Schwung. Beim Reinlenken können wir den Scheitel quasi verkürzen. Und wir sind dran, Leute. Das ist so ein gutes Gefühl. Wenn du nach so vielen Runden endlich an diesem Vordermann dran bist. Eine Runde hat es gedauert, auf Start und Ziel hat es nicht gereicht. Carlos Sainz hier enorm am Pushen. Also der schenkt Perez gar nichts. Der ist so verdammt schnell. Und das sehen wir auch hier. Wir kommen kaum hinterher. Die sind so schnell, die beiden. Aber wir zecken uns wie so eine Zecke. Hängen wir uns an das Heck von Sainz dran. Nur eine halbe Sekunde. Könnte das reichen aus der letzten Kurve raus. Viel Schwung mitgenommen. Das ERS ist jetzt schon auf Rotlap. Auf Überholen sogar. Wir kommen aufs DRS jetzt. Guckt euch mal an, wie wir dran und saugen. 343 km/h. Wir täuschen rechts an, gehen links an der Innenseite vorbei und übernehmen hier jetzt mal den 5. Platz. Was für eine Hardcore-Leistung, Leute. Wenn man bedenkt, von wo wir gestartet sind und wo wir zwischenzeitlich waren. Ich war wirklich am Verzweifeln. Gerade mit dem Intermediate war ich am Verzweifeln. Und da ist Yuki Tsunoda ausgeschieden in der letzten Kurve, Runde 17. Wir kleben an Perez dran, der jetzt natürlich auch kein DRS hat, was uns das Ganze etwas erleichtern sollte. Aber hier ein bisschen gerutscht beim Eingang Kurve 16. Ich bin mir ganz, also in die vorletzte Kurve auf jeden Fall. Ab in die letzte Kurve durch, 7 Zehntel sind es zu Checo. Das ERS wird abgedreht, das DRS darf aufgedreht werden. Etwas mehr ERS, Leute. Er zupft hier ebenfalls rechts raus und wir gehen hier außen an Perez vorbei und übernehmen den 4. Platz. Was für ein Rennen bis jetzt. Also das ist wirklich enorm stark, was wir hier
abgerufen haben. Das Ding ist halt tatsächlich, jetzt sind wir der Gejagte. Wir werden jetzt auf der Geraden Probleme bekommen und vor allem werden wir jetzt der Einzige sein, der von dieser Kampfgruppe kein DRS bekommt. Das Ganze müssen wir managen. Natürlich brauchen wir genug ERS auf der Start- und Zielgeraden, um das vorne zu halten. Ich glaube, gegen Russell und Norris oder vor allem auch gegen Leclerc da vorne ist kein Land mehr zu sehen. Wir haben krumme Reifen und ich bin wirklich mehr als zufrieden mit dem vierten Platz. Wir blicken noch einmal hier auf die Replays. In Runde Nummer 17 geht es über den Hügel. Geh Richtung Richtung Sergio Perez, der deckt an der Innenseite ab. Wir gehen hier außen vorbei, nehmen den fettesten Schwung mit, den es gibt und gehen hier ganz, ganz toll vorbei. Ich finde diese erste Kurve ist so grenzgenial. 20. Runde, Perez kommt näher, Leute. Wir zupfen hier mal an die rechte Seite, aber das reicht nur, um ihn hinten zu halten. Es gibt doch nur eine relevante DRS-Zone, das ist ziemlich gut für uns. Ziemlich gut für jemanden, der vorne bleiben will. Wir können noch die Pace ja einigermaßen von Russell halten. Also er fährt schon ein bisschen schneller, so ein paar Tausendstel, vielleicht eine Zehntel pro Runde. Aber es ist noch okay für das, dass wir nicht mal das DRS haben. Ja, auch nicht, genau. Aber ich bin da wirklich mehr als zufrieden mit der heutigen Pace. Drei, vier Zehntel, viel mehr können wir an Perez dann nicht vorbeikommen oder vorbeifahren. Das reicht aber auch, weil auf der Geraden ist er um Welten langsamer als wir. Natürlich zählt der Exe doch die Batterie und so weiter, aber ich würde sagen, das ist bis jetzt echt gut gelaufen, das Management, dieses Hintenhalten. Ich habe auch mal überlegt, ihn vorbeizulassen und auf die Rest zu schwitzen, ja, Scheitelpunkt etwas verpasst. Aber das ist tatsächlich nicht gerade unbedingt die beste Lösung. Ähnliche Sachen habe ich schon mal versucht und dann, ja, bleibt dein Auto quasi, da kommst du auch nicht mehr so schnell vorbei. Also ich sollte schon versuchen, hier fightmäßig vorne zu bleiben. Über die Kuppel drüber können wir hier dank der ERS-Hilfe auch nochmal zwei Zehntel, eine Zehntel gut machen und das reicht auch wieder. Also er schafft es nicht mal, wenn er drei Zehntel hinter uns ist und wir mit 50% ERS auf die Geraden gehen, dass er da vorbeikommt. Wir haben mittlerweile jetzt schon eine kleine Gruppe hinter uns, die ich ist, Perez, Sainz und etwas weiter hinten, den Gasly. Das ist echt knapp und ja, Perez mit dem Messer zwischen den Zähnen. Der Mann, der will hier unbedingt vorbei, der will hier tatsächlich noch einmal das Unmögliche möglich machen. Zack, hier rauf. Wir sind mittlerweile in der letzten Runde und Leclerc, nein, Mann, der nimmt uns auf der Zielgeraden. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Charles Leclerc fährt in der 23. Runde, wir waren in Runde 8 oder so in der Box, also der fährt nach 15 Runden noch immer noch Bestzeit. Was ist das denn für ein Krimi? Mann, egal. Wir nehmen hier einen sensationellen vierten Platz mit und ich hoffe, euch hat das Rennen bis jetzt gefallen. Fürs Podium hat es nicht ganz gereicht, aber wir konnten mit einem sensationellen Fight gegen Ferrari und vor allem auch gegen Mercedes durchkommen. Nein, Red Bull, sorry. Und Leclerc überquert die Ziellinie. Da ist die karierte Flagge. Charles krönt sich. Da ist der Sieg. Mit 5 Rennsiegen zeigt sich langsam eine gewisse Dominanz, Sascha. Die anderen müssen nun versuchen, diese Dynamik zu stoppen, denn in Kürze geht es um die Meisterschaft. Sie ist jetzt zum Greifen nah. Die heutige Leistung von Aston Martin hat gezeigt, dass sie mit den größten Namen in diesem Sport mithalten können. Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podium und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein. Das ist tatsächlich sensationell. Ich bin unfassbar glücklich über das Ergebnis. Wir sehen jetzt hier auch noch einmal mit dem vierten Platz. Die schnellste Rennrunde war nicht mal eine Zehntel schneller. Also das ist wirklich egal. Wir sind in der Weltmeisterschaft Dritter, okay? Aber nur noch 6 Punkte hinter Perez und 40 Punkte hinter Max Verstappen. 50 Punkte hinter Max Verstappen. Das ist echt crazy. Also da wird, glaube ich, unmöglich werden, den Mann noch reinzuholen.
Aber ich bin schon mal froh, dass wir Dritte in der Weltmeisterschaft sind und das, obwohl Leclerc hier einen Sieg holt. Konstrukteurs-WM, die wären noch wichtig, aber da sind wir weit abgeschlagen von Mercedes, die jetzt schon von der ersten geschlagen worden sind. Ja, egal. Es war trotzdem ein starkes Rennen. Das Qualifying hätte besser laufen können, da bin ich mir auch sicher. Mein Teamkollege Oscar Piastri wurde nun 19. Das ist natürlich gar nicht so gut. Endposition, ja, da holt jetzt Leclerc wieder etwas auf. Der ist echt toll. Und der ist verdammt stark. Also eine Überlegung wäre es wert, den Mann zu holen. Aber da müssen wir echt mal überlegen. Es gibt tatsächlich einige gute Fahrer, die man überlegen kann. Nichts geschafft. Was? Wir haben keine 30 Runden hinbekommen? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Eine Renndistanz hatte hier 15, 18 Runden. 23? Hä? Wenn wir beide gefahren sind, wären das schon allein 40 Runden. Also das finde ich eine interessante Sache, dass das nicht gereicht hat. Eins fehlgeschlagen hier in Chassis und wir können schon wieder vergessen, irgendwas anderes zu upgraden, oder? Ja, das wird vermutlich hier nicht reichen, um irgendwas anderes noch abzugraden. Wir müssen auch wieder ein Auge drauf werfen, was für die nächste Season gehört. Und morgen oder übermorgen geht's dann nach Las Vegas, Leute. Vegas Baby, auch wieder in der richtigen Formel 1, die ja bald wieder stattfinden wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe... Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Meine Stimme gibt langsam den Geist auf. Ich sollte mal was trinken. Für heute soll es mal gewesen sein. Und ich würde sagen, falls ihr nicht genug bekommen wollt, könnt von Formel 1 und von mir, schaut unbedingt gerne auf Instagram/Tobi auf TikTok vorbei und auch gerne auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio und abonniert den kostenlosen Channel. Bis zum nächsten Mal. Danke so gut. Ciao.